Kompaktmagazin hat jetzt ein Büro eröffnet in Ahrweiler, mitten in der zerstörten, unterspülten Altstadt. Und wir setzen uns zwei Aufgaben. Zum einen zu berichten, regelmäßig zu berichten, weil das große Medieninteresse ist ja weg. Aber für uns ist die Frage weiter wichtig, was passiert mit den Leuten hier. Und zum Zweiten wird über das Büro auch konkrete Hilfsdienste organisiert, also um die Häuser winterfest zu machen. Und wir helfen gratis. Das heißt, die Bedürftigen müssen nichts zahlen, wenn unsere Handwerker kommen, wenn wir unsere Geräte einsetzen und. Sondern wir refinanzieren das über die Spenden unserer Leser. Jetzt, wir machen ja den Beitrag auch über die anderen Büros hier in der Stadt. Bild hat hier ein Büro eröffnet, Boda hat ein Büro eröffnet, der SWR ist schon eine Weile da, die Rheinzeitung, Generalanzeiger glaube ich auch. Ich verstehe nicht so ganz, wie Sie zu dieser Einschätzung kommen, dass hier niemand ist, weil ich sehe hier recht viele Leute. Naja, in den Großmedien ist es von den Titelseiten verschwunden. Ab und zu präsentieren sich die Kandidaten, aber es passiert ja existenziell so viel. Und dafür ist natürlich der Niederschlag in den großen Medien entsetzlich wenig. Ja? Also die Bürgermeisterin, ich glaube, von Altenahr hat gesagt, schon Ende August, wenn nicht schnell was passiert, entvölkert sich das Ahrtal. Und das ist eine dramatische Situation, die müsste jeden Tag eigentlich auf Seite 1 oder Seite 2 kommen, aber sie verschwindet unter ferner Liefen und meistens werden dann auch noch euphemistische Berichte gemacht von wegen, die Bundesregierung stellt 30 Milliarden zur Verfügung, aber man fragt sich natürlich, wo kommt es an, wer bekommt es? Also ich habe das Gefühl, ich habe in den letzten Wochen super viel Seite 3 und sonst was gelesen über die Leute, die hier die Autos wegräumen. Zum Beispiel der Bild-Stammtisch, der irgendwie gefragt hat, was die Leute bewegt, die Boda-Leute sind hier. Die Kollegen von der Bild-Zeitung möchte ich von der Kritik ausnehmen. Warum? Ja, weil sie wirklich sehr nah am Mann sind und diesen Stammtisch gemacht haben und die Leute zu Wort kommen lassen und auch die Regierung sehr hart kritisiert haben. Das war wirklich eine Ausnahme in der großen Landschaft. Und da sehen wir uns nicht als Konkurrent, sondern als synergetischer Partner. Mal schauen, ob die Bild das auch so sieht, die müssen wir dann auch mal fragen. Jetzt ist ja dieses Wochenende auch die Bundestagswahl am Sonntag. Ist das jetzt auch ein bewusst gewählter Zeitpunkt, dass Sie mit diesem Magazin jetzt genau an diesem Wochenende hier das Büro eröffnen? Eigentlich nicht. Das hätte auch letztes Wochenende sein können oder nächstes Wochenende. Wir wollten einfach den Bürgern hier ein paar Stunden bieten, wo sie sich entspannen können. Wir haben die Musik, wir haben kostenfreie Getränke, wir haben kostenfreies Essen. Das ist eher, um zu zeigen, wir sind da, wir helfen ohne eigene Interessen. Wir machen auch keine Propaganda, sondern Kompakt ist einfach auf der Seite des Volkes. Das Essen und das Ganze drumherum, sehen Sie das auch als Aufgabe von Journalismus? Weil das ist ja letztendlich auch eine Hilfsleistung drumherum. Wir wollen nicht nur klug schreiben und das Elend der Menschen abfilmen, als ob es Tiere im Zoo wären, sondern wir wollen helfen. Also in dem Sinne sind wir bei Kompakt mehr als Journalisten. Und deswegen ja auch Kompakt Werk jetzt, ja, das ist einfach ein Hilfswerk, wo wir konkrete Hilfeleistungen über die Schreiberei rausmachen. Würden Sie sich dann auch als Aktivisten hier vor Ort bezeichnen, wenn Sie sagen, nicht nur Journalisten? Nee, Aktivist würde ich nicht sagen, das klingt da schon politisch. Wir sind einfach Helfer des Volkes. Nun sind ja Sie von Kompakt, das wissen Sie ja auch selber, auch ein sogenannter Verdachtsfall des Verfassungsschutzes seit längerem. Man könnte ja jetzt auch mal fragen, hier ist gerade ganz viel zerstört worden, hier ist auch vielleicht ein Nährboden für bestimmte Inhalte. Sie sind auch ein sogenannter Verdachtsfall wegen verschwörungstheoretischen Inhalten. Finden Sie hier jetzt den Nährboden für solche Inhalte? Naja, die Bundesregierung hat ja den Nährboden für Aufklärungsarbeit geliefert, denn die Flutkatastrophe ist menschengemacht, aber nicht aufgrund des menschengemachten Klimawandels, sondern aufgrund des menschengemachten Staatsversagens. Das heißt, es ist ja allgemein bekannt, wenn rechtzeitig evakuiert worden wäre, was nur teilweise der Fall war, wenn überall rechtzeitig evakuiert worden wäre, dann hätten wir nicht 180, 190 Todesopfer. Das wissen die Leute hier natürlich und deswegen sind sie enttäuscht über die etablierte Politik, da müssen gar nicht wir kommen. Und
Dame, die wir gerade gesprochen haben, die uns gerade als allererstes hier angesprochen hat, eine Politikerin auf der Linken hier vor Ort, die meinte, sie sieht das gar nicht so. Sie hat gar nicht das Gefühl, dass hier Staatsreserven sind. Die Politiker aus der Linken sind natürlich volksfern. Also wir haben heute früh zum Beispiel auch schon mit einem Lehrer hier aus dem Dorf gesprochen. Er meinte, klar, es sind bestimmte Sachen schiefgelaufen. Das muss auch Journalismus jetzt aufdecken, ganz wichtig. Aber es braucht auch Zeit, das aufzudecken. Wenn Sie jetzt schon diese Thesen rund um den Klimawandel und so weiter hier auch unter die Leute bringen, dann machen Sie ja vielleicht doch auch ein Stück weit Propaganda. Nee, das sage ich halt nur Ihnen. Darüber habe ich ja vorhin kein Wort verloren. Auf der Bühne kein Wort, ja. Aber hier bei uns ja schon. Sie haben mich ja gefragt, dann habe ich geantwortet. Aber wir sind ja auch öffentlich. Ja, aber Sie sind keine Bürger von Ahrweiler. Das heißt, das würden Sie den Bürgern von Ahrweiler nicht erzählen? Das wissen die Bürger von Ahrweiler. Dass es keinen menschengemachten Klimawandel gibt. Dass die Hauptursache das menschengemachte Staatsversagen ist. Welche Rolle das Klima vielleicht auch noch spielt, darüber kann man viel diskutieren. Aber das Behördenversagen, Staatsversagen ist ja eklatant. Das wissen die Leute, dazu brauchen sie uns nicht. Aber wir schreiben das eben auch, was andere sich nicht zu schreiben trauen. Wie lange wollen Sie denn damit hier bleiben? Mit dem Büro? Es ist erstmal auf Dauer angelegt, weil die Katastrophe geht ja nicht so schnell vorbei. Also wenn man hier durch die Innenstadt geht, ich weiß nicht, ob Sie das schon gemacht haben, die Häuser stehen, sehen wunderbar aus, aber da wohnt ja keiner mehr drin. Also die Katastrophe ist ja nicht vorbei, die geht auch nicht so schnell vorbei. Die staatliche Hilfe kommt sehr schwerfällig in Schwung. Und hier im Zentrum von Ahrweiler in der Altstadt, die Häuser sind wunderschön, aber sie stehen leer, weil von unten natürlich die Flut hochgedrückt hat und alles kaputt gemacht hat von unten. Die Fassaden sind noch intakt, aber innen drin ist, das ist eine Geisterstadt. Ja? Und genau deswegen gehen wir hierher. Was entgegnen Sie denn denjenigen, die jetzt hier vor Ort sagen, wie gesagt, diese Stimmen haben wir heute auch schon besprochen, das instrumentalisiert das Leid der Menschen hier. Wir wollen diese Thesen hier nicht. Wir sind eigentlich genug noch mit uns selbst beschäftigt und wollen nicht, dass unser Ort weiter gespalten wird. Wir machen ja keine politische Propaganda, sondern wir geben den Leuten gratis Essen, Trinken und gute Musik. Das ist das, was Ihr Sender und auch andere Mainstream-Medien, vielleicht mit Ausnahme der Bild-Zeitung, nicht gemacht haben. Und deswegen instrumentalisieren wir gar nichts, sondern wir helfen uneigennützig. Wir definieren das auch als mehr als nur Journalismus am Ende. Ja, aber nicht im Sinne eines politischen Draufsattelns, sondern im Sinne einer Humanität für unsere Landleute.